Heyo, what's up everybody? Da ist der Imre Sinio. Wir sind wieder zurück im Club der Sportfreunde. Mit dem richtigen T-Shirt. Hustlet das zweite Training weg. Ich erzähle euch ein bisschen, was alles an der EM gelaufen ist. Falls ihr das Video nicht geschaut habt, dann verlinke ich es nochmal da und unten in der Beschreibung. Und dann reden wir ein bisschen, was gelaufen ist, ein bisschen Recap und was uns demnächst erwartet. Also, let's roll the intro. Das schaffen wir heute nicht. Ja, hey, welcome everybody. Willkommen auf dem Channel. Mein Name ist Imre Sinio. Ich mache Powerlifting-Videos. Falls dir das gefällt, dann abonniere doch den Channel. Also, let's go. Ich habe heute ein 3x5 Deadlift im zweiten Training. Und das zweite Training heisst, ich habe das erste Training hinter mir. Und ja, die Squats vom Montag, also vor zwei Tagen, machen sich immer noch bemerkbar. Meine Hamstrings sind zu. Ich habe jetzt probiert 100 Kilo zu deadliften, keine Chance. Es hat gerade die beiden Hamstrings gezwickt. Also überspringen wir jetzt die Übung und gehen direkt zu der Bank. Und jetzt ein bisschen aufwärmen auf die Bank. Eine Woche hatte ich jetzt Ferien gehabt. Und ja, es macht sich direkt bemerkbar. Morgen sind es zwei Wochen seit dem Wettkampf. Über den Wettkampf reden wir jetzt gerade. Ich tue mal ein paar Kilos drauf auf die Bank und dann geht's los. Okidoki, also das Podo Bench ist neu vom Plan. Wir können jetzt wieder ein bisschen weniger spezifisch unterwegs sein, weil Wettkämpfe ja vorbei sind. Und genau um das geht es jetzt. Also die EM war richtig geil gewesen. Ich hoffe, ich habe das Video bis dann hochgeladen und ihr seht es. Aber die Stimmung war so geil gewesen. Ich habe einen soliden dritten Platz gemacht. Ich muss sagen, ich bin eigentlich ohne Erwartungen dort angegangen. Und ja, unter dem Strich war es halt ein spezielles Jahr gewesen. Also, es sind nicht so viele internationale Athleten gestartet und dementsprechend konnte ich einfach mitmachen. Und die Konkurrenz war dann auch dementsprechend limitiert auf England. Ich glaube, bei uns im Flight bin ich der Einzige, der aus dem Ausland gekommen ist. Aber die haben das richtig geil gefunden, dass ich aus der Schweiz gekommen bin. Die haben das einfach so gefeiert. Ich habe mit der Powerlifting-Präsidentin von British Powerlifting geredet. Sie hat das so cool gefunden und so warm welcome, also alle British Powerlifting Leute, danke vielmals, dass ihr so geile Sieger sind. Hauen wir mal 110 Kilo weg für einen Double. Intro-Woche, immer ein bisschen gemütlich, vor allem auch nach dem Wettkampf und nach den Ferien. Und auch eineinhalb Wochen kein Bench gemacht und ich habe es nicht vermisst. So, das war das Podo Bench, meine lieben Leute. Also fast bis zu der Brust, nicht ablecken und dann von dort wieder raufdrücken. Ich glaube, der Hauptgrund, warum wir das machen, ist, weil ich in der Wettkampfvorbereitung recht Mühe hatte mit dem letzten Stück. Ich bin dann einmal runter bis dahin, mega kontrolliert und dann habe ich es einfach gedroppt auf die Brust. Hauptsächlich, weil einfach mein Bizeps wehtan hat. Vom Squatten oder vom Deadliften und so weiter. Also, wir greifen die Bank wieder an. Leute, falls ihr das Video geschaut habt, konnte ich 135 wieder benchen. Das war mein PR vor zwei Jahren. Aber das Mal ist ja wirklich smooth gekommen. Wahrscheinlich wäre sogar noch 1-2 Kilo drin gelegen. Aber für diesen Tag war es wichtig, dass wir einfach Kilo reinholen. Richtig geil. Und ich merke jetzt fast nichts mehr von der Schulter. Ihr wisst, ich bin seit etwa eineinhalb Jahren mit der Schulter am Kämpfen. Oder sogar zwei, ich bin mir nicht mal sicher. Es war eine scheisse Zeit gewesen. Sehr viel Reha gemacht. Aber ich glaube, es hat sich ausgezahlt. Ja, also am Wettkampf. Der Squat ist richtig geil gelaufen. 220,
Zum ersten Mal mit einem Monolift, zum ersten Mal mit einer Squatbar. Und ich muss sagen, Squatbar, richtig geil. Den Bank habe ich ja schon erzählt. Und beim Kreuzheben, schreibt mir mal in die Kommentare. Ich tue es jetzt einblenden, meinen dritten Kreuzhebenversuch. Angeblich, also er war ungültig, angeblich hätte ich gehinscht. Ja, also ich habe nicht so das Gefühl. Naja, also alles in allem, Wettkampf war richtig geil gewesen. Richtig geile Erfahrung, richtig geile Leute und auch gute Platzierung. Ich meine, kann man nichts sagen. Jetzt mache ich, gehe weiter. Let's go. Und vergessen nicht, schreibt einen Kommentar rein, was ihr denkt, warum das ungültig war oder ob ihr das als ungültig bewertet hättet, der dritte Deadlift. I'm only talking flash shit in the posies. I maneuver on some calm shit in the South Street. Run the clock, can't tell me nothing. This is everything I wanted. I'm only talking flash shit in the posies. I maneuver on some calm shit in the South Street. Run the clock, can't tell me nothing. This is everything I wanted. She ain't know it, but I'm everything she wanted. Where I'm at, the credit card just up the max, and everything I do, I tax is hard to buy my time. They see me shining, my paint dripping, I'm acting different. Der Bodybuilding Lifestyle hat wieder angefangen. 15 Reps. Ja, das Gewicht ist genau so gewählt, dass man eben 15 Reps kann machen, ohne die wegzustrugglen. Und mit dem kommen wir eigentlich auch zu der Zukunft. Ich wird abnehmen. Ihr habt vielleicht das Video gesehen, wo ich zum Dexascan gegangen bin und mit stolzen 25% rausgekommen bin. Und ihr vielleicht erinnert ihr euch noch an die Frage, die ich dort gestellt habe. Wir machen das Video in einem halben Jahr wieder. Und dann heisst es, wie viel Körperfett kann man in einem halben Jahr verlieren? Dieser Frage gehen wir jetzt auf den Grund. Und zwar machen wir zuerst, wie viel Zeit brauche ich, um etwa 10% Körperfett abzubauen. Und dann, wie viel Zeit brauche ich, um 5 Kilo Muskelmasse aufzubauen. Das wird eine sehr lange Zeit sein, das weiß ich jetzt schon. Aber das Ziel ist, 82er mit schön viel Qualitätsmasse auszufüllen und den Powerbelly loszuwerden. Das ist der Plan. Das wird geil. Seht ihr das so? Too much fat. Also, wir haben jetzt noch... Das ich, mir ja nicht. Ich bin im Gym, nicht ihr. Auf jeden Fall habe ich das schöne Teil wieder mal gebraucht, um ein bisschen Curls zu machen und Latzug da hinten und dann Leg Extensions, was ich eine richtig sexy Übung finde. Vor allem tut es einfach mal gut, auch ein bisschen weg von Squat, Bench, Deadlift die ganze Zeit zu gehen. Auch mal ein bisschen auch, ja, auch Gelenke ein bisschen entlasten. Das ist, glaube ich, jetzt so nach dem Wettkampf die beste Zeit, um so etwas zu machen. Darum jetzt einfach in der Diät noch sicher ein, zwei Blöcke lang schauen, dass man ja doch auch ein bisschen Body Recomposition kann machen, also Muskeln aufbauen und Fett abbauen. Wir wissen es, es ist eigentlich nicht so möglich, weil man kann nicht Muskeln aufbauen, während man im Kaloriendefizit ist. Das stimmt aber nur bedingt, weil wir immer zwischen Aufbau und Abbau wechselt. Also der Körper ist, wenn er Kalorien hat, meistens im Aufbau und wenn er Kalorien nicht hat, im Abbau. Und darum wäre es eigentlich theoretisch möglich, weil der Körper kennt nicht 24 Stunden oder irgend so etwas. Das probieren wir jetzt über die sicher nächsten 6 Monate. Bleibt dran, es wird spannend.
Und wenn ihr es nicht abonniert habt, den Channel, ihr wisst, subclicket oder dreht das Video und liket es, disliket es, bis der Alain gesagt hat. Das Lied ist fertig und ich mit dem Workout auch. Jetzt gehe ich arbeiten. Wir sehen uns im nächsten Video. Da hat es noch zwei Videos, die ihr reinziehen könnt. Und schreibt in die Kommentare, ihr wisst was. Let's go.